wir fliegen hier im Windkanal. Von unten kommt ganz viel Wind und man fliegt auf dem Wind. Und dann kann man zum Beispiel verschiedene Figuren machen oder sonst einfach zum Spass fliegen. Es gibt auch verschiedene Disziplinen, wo man fliegen kann. Normalerweise machen wir das so circa im Durchschnitt einmal pro Woche. Und eigentlich müssen wir nichts dafür sonst üben oder joggen oder sonst etwas machen, einfach halt fliegen. Es kommt darauf an, was man macht. Wenn man jetzt einfach nur am gleichen Punkt steht, dann ist es nicht so anstrengend. Aber wenn man jetzt rundherum fliegt oder die ganze Zeit eine Figur macht im Headdown, dann ist es schon mit der Zeit anstrengend. Schlecht wird einem eigentlich nie. Sehr wichtig ist vor allem, wenn man mit mehreren Leuten fliegt, dass man immer Augenkontakt hat mit der Person, die man fliegt, dass man nicht einfach in sie hineinfliegt. Wichtig ist halt auch, dass man immer weiß, wo man im Kanal ist, dass man nicht einfach irgendwo rumsudert, sondern dass man weiß, ich bin jetzt da, dann bin ich da, dann bin ich da. Wir sind schon sehr oft ineinander geknallt. Das gehört dazu. Manchmal tut es schon richtig weh. Wir haben noch nie einen falschen Sprung gemacht. Aber wir haben bei der Schweizer Meisterschaft vom Verbandschef haben wir einen guten Schub bekommen, um mal zu pumpen.